Die Sonderpension für Karl-Heinz Kopf schockiert. Bei mir ist Markus Arrighe. Herr Arrighe, was ist da wieder genau passiert und wie wird dem jetzt entgegengewirkt? Ja, wenn man das genau wüsste, was da alles passiert ist. Ich habe ja nur die Medienberichte lesen dürfen am Wochenende und ich habe mir jeden Bericht, glaube ich, 2-3 Mal durchlesen müssen, um auch glauben zu können, was da drinnen steht. Und die Recherchen haben uns jetzt irgendwie so recht gegeben, dass da an den Gremien vorbei still und heimlich eine Sonderpension für Karl-Heinz Kopf von Harald Mahrer genehmigt wurde. Man wurde erwischt, quasi auf frischer Tat vom Kontrollamt, dann hat man das verschämt ein bisschen zurückgezahlt. Aber das ganze System, was dahinter steckt, diese Kutzpe, die dahinter steckt, die wird noch aufzuarbeiten sein. Aber wie kann das passieren? Wie kann das einfach so am System vorbei organisiert werden? Ja, das ist Allmacht. Allmacht des Wirtschaftsbundes in der Wirtschaftskammer Österreich, der sich der Kontrolle entzieht, der glaubt, alles machen zu können. Das ist ein Spitzenklüngel an der Spitze der Wirtschaftskammer, der sich glaubt, nicht kontrollieren lassen zu müssen, der sich alles zuschanzen kann. Und das muss ein Ende haben. Das ist zum Glück vom Kontrollamt auch aufgedeckt worden und zurückgezahlt. Aber es geht ums Prinzip, das da auch sichtbar wird, dieses nicht den Hals voll kriegen, dass man glaubt, auch, obwohl man schon 25.000 Euro im Monat verdient, man braucht Zusatzpensionen noch zusätzlich und völlig vergisst, wen man eigentlich als Wirtschaftskammer Österreich zu vertreten hat, die vielen EPU und KMU, die von solchen Zahlungen, von solchen Zahlen, von solchen Pensionshöhen nur träumen können. Sie sprechen es an, die Durchschnittspension beträgt 1.300 Euro. In welchem Verhältnis steht das überhaupt? In gar keinem Verhältnis. Das macht mich auch so wütend. Weil wir ja wissen, unter welchen Rahmenbedingungen viele von unseren Kolleginnen und Kollegen die letzten 3 Jahre mit Pandemie und jetzt mit der Teuerung arbeiten müssen. Und dann machen sich Funktionäre, Spitzenfunktionäre, heben da ab, bilden da einen Privilegienstadel der Sonderklasse, kennen keine Hemmungen, greifen tief in die Taschen der Mitgliedsbeiträge hinein, um sich Sonderpensionen auszahlen zu lassen. Da gibt es Sonderbestimmungen, die auf das Jahr 2012 zurückgehen, währenddessen alle einfachen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer keine Sonderpensionen mehr bekommen, bekommt die oberste Spitze, 3 leitende Angestellte, 4 leitende Angestellte, noch einmal Sonderzahlungen ausbezahlt. Das geht einfach nicht, da fehlt jedes Unrechtsbewusstsein. Da fehlt die Bodenhaftung, da fehlt der Bezug zur Realität, unter dem wir alle arbeiten müssen und unsere Pension auch selbst erwirtschaften müssen. Mittendrin wieder Harald Mahrer. Wie beurteilen Sie seine Rolle? Ja, Harald Mahrer ist so ein Phänomen für sich selbst. Er ist wie ein Fremdkörper auch in dieser Wirtschaftskammer eingesetzt von Sebastian Kurz. Und dort sitzt er jetzt eben und fremdelt mit der Organisation, fremdelt mit jenen, die er zu vertreten hat, mit EPU und KMU. Das ist nicht seine Welt. Seine Welt ist, glaube ich, eher das Champagnisieren und der Jetset. Da ist aber in der Wirtschaftskammer Österreich falsch aufgehoben. Wir sind wirklich für die ehrlich arbeitenden 450.000 Mitglieder verantwortlich und für die da. Und das zeigt er nicht. Wie kann man dem entgegenwirken? Was kann man da jetzt tun? Naja, entgegenwirken müsste man, dass man jetzt auf jeden Fall volle Aufklärung und Transparenz in die ganze Eigenschaft hineinbekommt. Wir haben jetzt gefordert, dass das Kontrollamt und der Rechnungshof tätig wird. Also ich glaube nur, dass diese Doppelkontrolle, wo jedes Blatt umgedreht werden muss in dieser Wirtschaftskammer, alle Sonderverträge geprüft werden müssten. Das ist einmal, glaube ich, Step 1. Und der nächste große Punkt, wo wir alle was tun können, ist bei der kommenden Wirtschaftskammerwahl nicht mehr den Wirtschaftsbund wählen. Kann man denn diese Transparenz, die ja dringend nötig ist, kann man die wirklich auch implementieren? Kann man die fordern? Ja, natürlich. Ich glaube, da gibt es ja Compliance. In jeder Firma ist das möglich. Warum soll das nicht in der Wirtschaftskammer möglich sein? Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist eine Pflichtinteressensvertretung. Ich bin sehr dafür, dass wir diese Interessensvertretung haben. Ich kämpfe für sie. Ich glaube, ich kämpfe für die Glaubwürdigkeit dieser Interessensvertretung. Und Personen wie Harald Mahrer und Karl-Heinz Kopf machen das zunichte. Was würden Sie denn als unabdingbar hinsichtlich Transparenz jetzt benennen? Was muss unbedingt passieren? Naja, das kann man nicht nur an diesem Einzelfall, glaube ich, festmachen. Das ist jetzt wirklich ein gutes Beispiel, dass das ruchbar wurde. Ruchbar durch eine Anzeige, eine Anwaltskanzlei. Da folgen ja, glaube ich, noch 10 andere. Da sind wir gerade am Recherchieren, wer diese 10 anderen Personen noch sein könnten. Aber ich glaube, es geht darum, dass man einen Willen dafür hat, eine Organisation zu führen, die sauber agiert, die auf dem Boden der Realitäten agiert, die weiß, wen man vertritt und nicht in irgendwelchen Sphären aktiv ist, wo niemand von uns hinkommt als Normalsterblicher. Und das Schlimme daran ist, dass da ein, wie soll ich sagen,
ein Geist vor sich hält, wo man sagt, das ist normal, das steht uns zu. Und Harald Mara auch noch dazu sagt, das ist doch eigentlich nur ein Beweis, dass das System funktioniert, weil die Kontrolle hätte funktioniert. Und ich habe das mit einem Dieb verglichen, der auf frischer Tat von der Polizei ertappt wird und sagt, na schauen Sie her, die Polizei hat seine Arbeit gemacht, die Kontrolle funktioniert, ich gehe jetzt heim, ich habe ja nichts angestellt. So kann man doch nicht agieren. Was ist denn das für Unrechtsbewusstsein, wenn man ertappt wird zu sagen, das System funktioniert? So geht es einfach nicht. Aber das hängt von den handelnden Personen ab. Und ich habe es eh schon bei anderen Gelegenheiten gesagt, es gibt wahnsinnig viele redliche Personen, auch im Wirtschaftsbund, die, glaube ich, dieser Aufgabe besser gewachsen wären als Harald Mara. Das hat natürlich alles einen Beigeschmack, gerade in den aktuellen Zeiten der Teuerung und der Inflation. Da würden Sie einen Wechsel bevorzugen an der Spitze? Nee. Das steht nicht mehr an, das muss der Wirtschaftsbund für sich selbst überlegen. Aber ich glaube, wer so agiert, so abgehoben agiert, und das ist jetzt schon ein roter Faden durch die Amtszeit von Harald Mara, das hat ja auch schon in der Pandemie angefangen, wo uns, glaube ich, mehr Shampoosreisen empfohlen hat, um der Pandemie zu begegnen. So kann man einfach nicht mit Mitgliedsbeiträgen, mit den Mitgliedern an sich, mit den Nöten auch der Mitglieder umgehen. Wir haben ganz handfeste Probleme. Die Personen, also die Mitglieder, die wir vertreten wollen, auch hier in Wien, die kämpfen jeden Tag ums Überleben, die müssen die Energiepreise stemmen. Die müssen die Inflation stemmen, die müssen den Fachkräftemangel bewältigen, die müssen den Arbeitskräftemangel bewältigen. Und die haben ganz andere Sorgen. Und da müssen sie am Samstag, Sonntag, schlagen sie die Medien auf, lesen die Zeitungen, lesen von Summen, die so bar jeder Realität sind, so weit weg von der eigenen Lebensrealität sind, dass sie sich denken, warum, was macht eigentlich meine eigene Interessensvertretung hier? Wieso agiert die so? Das ist nicht meine Interessensvertretung. Die wollen jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit etwas anderes. Markus Arrige, vielen Dank für das Interview. Ich danke Ihnen.